Guten Tag und herzlich willkommen zum zweiten Mother Grid Magazin. Mein Name ist Markus Wilmsmann und ich habe ein paar interessante Interviews vorbereitet, die wir jetzt hier gleich abfeuern werden. Zum einen ist natürlich die ProLight & Sound ein großes Thema, die letzte Woche stattgefunden hat. Da haben wir ein paar Stimmen eingefangen von unseren Livestreams, die wir jeden Tag auf der Terrasse vor der 3.1 abgehalten haben. Und die Messe hat auch schon ein paar Zahlen veröffentlicht. 90.000 Besucher sind dieses Jahr auf die ProLight & Sound und die Musikmesse gekommen aus 152 Ländern. Im Vergleich dazu waren es letztes Jahr 100.000 Besucher aus 144 Ländern. Und es gibt auch schon ein paar Änderungen, die bekannt geworden sind für nächstes Jahr. Es wird wohl eine neue Hallenaufteilung geben. Dazu ist noch nichts Genaueres bekannt. Und was aber ganz interessant ist, die ProLight und die Musikmesse werden wieder an den gleichen Tagen stattfinden. Es wird also nicht die ProLight einen Tag früher anfangen und die Musikmesse dafür hinterher am Samstag noch einen Tag länger dauern. Die werden wieder zeitgleich stattfinden. Und wir haben mal gesprochen, wie denn die Leute, die uns auf der Terrasse besucht haben vor der 3.1, was sie denn so sagen, wie ihnen denn die Messe gefallen hat. Fahren wir mal unseren ersten Clip ab. Produkt ist so nebenher, da sieht man meist die irgendwann auf der Baustelle, aber du triffst selten die Anzahl an Menschen, die du sonst das ganze Jahr nicht siehst. Mega, mega. Es war richtig voll auf dem Stand, qualifiziert, Quantität war klasse, einfach wirklich, ich glaube, der beste, einer der besten Messetage, erste Tage, die wir jemals hatten. Das ein Problem ist, dass die Messe viel zu spät ist für mich gefühlt, also zu spät im Jahr, die müsste Ende Februar, Anfang März sein, so war es auch früher, ganz, ganz lange Zeit. Und ich glaube, dass das hier auch ein Problem ist, ein zeitliches. Es ist einfach gerade bei unseren Leinwandprodukten so, dass egal, was wir da an Prospekten raushauen oder auch schöne Videos machen, das ist halt teilweise im guten Sinne auch sehr konservatives Publikum, die müssen das Zeug anfassen. Und wir sind jetzt ja auch nicht irgendwie gerade bei den Leinwänden und Rahmensystemen irgendwie im Low-Quality, Low-Budget-Bereich, sondern ganz klar Premium-Qualität. Und die Leute wollen natürlich das auch einfach anfassen. Und man muss halt physisch zur Messe gehen, um das halt richtig anfassen zu können, dran zu rütteln, um zu gucken, ob das Sinn macht. Und wie war der Hockfaktor dieses Jahr, Qualität super der Teilnehmer? Ich fand's super. Ich hatte ja das Vergnügen und das Glück, irgendwie auf der LDI letztes Jahr irgendwie in der Jury zu sitzen. Und ich muss sagen, wir müssen uns da in keiner Art und Weise verstecken, ganz im Gegenteil. Also es war super qualitativ gut. Was alle erfahren hatten, dass natürlich so ein Visualizer nicht das wahre Leben ist und so. Aber ich muss sagen, die Mädels, die da gewonnen haben aus Österreich, das Team Status Quo, sie haben das echt gerockt. Es kommt vor allem von den China-Importeuren, wie ich es gerne nenne, also zum Beispiel von Steinicke, sehr gute Produkte mittlerweile im Weißlichtbereich, LED. Mit dem man wirklich auch im professionellen Bereich arbeiten kann, trotz dessen, dass da Eurolight draufsteht. Genauso im LED-Bereich tut sich selber eben sehr viel, was Leistung, Output angeht. Zum Beispiel JB Lighting mit 1000 Watt Weißlicht-LED. Da kann man eigentlich schon von einer deutlichen Qualitätssteigerung in dem Bereich auch sprechen. Ich hatte eigentlich seit 2-3 Tagen mal vor, über die Messe zu laufen und mir mal so die anderen Produkte anzugucken, was es da Neues gibt. Aber irgendwie die ersten 2 Tage, ich weiß nicht, ob du, fast in der gleichen Halle, aber brechen voll. Also irgendwie der Stand, erster, zweiter Tag voll. Heute war da so ein bisschen weniger, fand ich jetzt irgendwie. Und morgen habe ich dann wirklich mal vor, mal rumzulaufen, um mal einfach mal zu gucken, was es sonst noch alles gibt. Ne? Das L&T-Pult jetzt mit der Anbindung an Schuhe ist ganz lustig, dass da auch noch mehr kommen soll. Die neue SL6 rauf und runter mit dem ganzen Netzwerksystem und den Waves internen Geschichten, die da jetzt ja auch wieder angebunden werden können. Also der große Wurf war jetzt nicht dabei in meinen Augen. Es waren halt viele kleine pikante Sachen, die man sich raussuchen muss. Ja, soweit unser kleines Stimmungsbild von der ProLight & Sound, von der Terrasse vor der 3.1 letzte Woche. Und auf der ProLight hat Fred Foster, Gründer, Inhaber und Chef von ETC Electronic Theater Controls, den ProLight International Press Award für sein Lebenswerk bekommen. Und wir konnten ihn am Tag danach an seinem Stand ebenfalls vor die Kamera bitten und haben uns mal mit ihm unterhalten. Zum einen natürlich über die Übernahme von High-End Systems durch ETC. Und zum anderen wollten wir mal ein bisschen auf dem Zahn fühlen, diesem großen Familiengedanken, der bei ETC vorherrscht, und haben uns darüber mit ihm unterhalten und fahren da jetzt den zweiten Beitrag ab. Unser Interview mit Fred Foster von Electronic Theater Controls. Hey
In our mission statement, we have one line, which is we will have fun and make money, which really talks about the fact that having fun in our business sense doesn't mean we play and party all of the time. It means that we are proud to work with our colleagues. We measure it by saying, I get to come to work on Monday, not I have to come to work on Monday. And to create that attitude within the company is very important. One of the things that that does for us is we become a community of people who care about each other and we take care of each other. But the ETC family also extends outside of the company. It's to our customers, to our distributors. It's all part of the vision and the focus of the company. And if we stay in the family picture now with Heinz System, did you adopt a child now? Oh, let's just say we have a bunch of cousins down in Texas now. They are great people, and this is one of the things that we found when we looked at adding them to the ETC family, that it is a natural fit. And it's interesting, in America, there's competition between cities. You have this with your football teams all over Europe. And the University of Texas and the University of Wisconsin have some competition, and culturally, but it's a really friendly, healthy thing. When we go down to work with them in Texas, we learn about really good barbecue. When they come and work with us in Wisconsin, where we're known for our cheese, they learn about cheese and bratwurst. Could you give us a short glimpse into the future, what the next steps for ETC and Heinz Systems will be? Well, that's a good question. If you asked me 40 years ago what ETC would be in 40 years, I couldn't have possibly dreamed this. On a few-year vision, we have a plan, but it will probably change by the time we get to it. We're going to see, one of the reasons we also, really from a business aspect, we looked at what ETC could do to add more value and bring something to the industry, to our customers. And we had identified that we wanted to get more involved in the concert and event market. We wanted to get more involved in automated lighting and into media control. And when we looked at high end, that was a key that fit perfectly into that lock we had described. They have the whole hog console, a really dramatic and potent line of LED-based automated lighting, and the Axon media server and digital lighting background they have. So I believe in the next few years, we're going to keep the markets separate, but we're going to see some more crossing between the technologies. The EOS console has its DNA in the theater. The Hog consoles have their DNA in rock and roll and automated lighting. So we're going to overlap those, but not ruin each platform. So we will have a good, strong product line to offer to the event market as well as our traditional markets. Ja, soweit Fred Foster von ETC, der auf der ProLight den ProLight International Press Award für sein Lebenswerk bekommen hat. Und wir bleiben noch kurz auf der ProLight und haben uns dort auch mit Group Show Director Michael Biewer unterhalten, wie es denn jetzt aussieht. Die ISE platzt ja in Amsterdam aus allen Nähten, alle haben es ja schon gehört und sprechen darüber. Und da war die Gelegenheit natürlich günstig, Michael Biewer mal zu fragen, wie denn die Chancen stehen, dass wir in 2 Jahren, solange läuft der Vertrag der ISE mit dem RAI, dem Messegelände in Amsterdam noch, also wie denn in 2 Jahren die Chancen stehen, dass die ISE möglicherweise nach Frankfurt kommen könnte. Und dazu unser nächster Beitrag. Ne, sagen wir so, es ist nicht ganz klar, wo die ISE hingeht. Wir wissen, dass sie wächst ohne Ende, eine tolle Show ist, immer größer wird und damit an die Kapazitäten ihres Geländes kommt. Das heißt, sie wird in den nächsten 3 Jahren umziehen. Natürlich, ich gebe ehrlich und offen, kann man das hier auch sagen, Frankfurt ist im Gespräch mit. Aber ich weiß auch, dass Düsseldorf, München im Gespräch war. Es waren die Überlegungen durchaus in andere internationale Standorte. Man muss es mal schauen. Es wird auch ein bisschen daran verknüpft sein, wie kriegen wir das ganze Thema überhaupt hier hin, wenn wir uns denn damit beteiligen wollen. Ich glaube, der Industrie würde es gut tun.
Aber es hängt natürlich nicht allein davon ab, sondern von allen Faktoren können sich die Infocom-Leute oder die Avixa-Leute, wie sie ja jetzt heißen, das überhaupt vorstellen. Bei uns ist erstmal, als die Anfrage kam, ist auf offene Ohren gestoßen, dass man miteinander mal reden will und überlegen will, ob das Sinn macht. Ja, soweit Michael Biewer über die Chancen, dass die ISE möglicherweise nach Frankfurt abwandert. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir werden sehen. Auf der Messe hat man dann natürlich auch die Gelegenheit, Leute zu treffen, die man sonst nicht alle Tage vor die Kamera kriegt. Und wir hatten die Gelegenheit, uns mit Emmanuel Gigi Pedron zu unterhalten. An dieser Stelle vielen Dank an Lightpower. Und Gigi Pedron ist Lichtdesignerin und arbeitet unter anderem für Queens of the Stone Age. Und da wollten wir natürlich wissen, wie man denn als Frau hinter dem Pult mit dem doch eher traditionellen Rock'n'Roll-Verständnis der Band klarkommt. Und was sie dazu gesagt hat, sehen wir jetzt im nächsten Beitrag. Well, I always been a big fan of music since I lived in the grew up in the countryside of France in a very rural area, very small town. Music always was always a thing for me to escape. And then I discovered my first live show where my older brother would bring me to a concert in a little tiny bar. And then I discovered that live music, it's even deeper than just a record, because you get the emotion, you get the feeling, you get the angst. And I always knew that I wanted to do something according to this feeling, like to be part of this feeling. But I'm not a musician, I'm not a singer, I'm a not at all. And I discovered lighting by, I would not say by accident, but basically. When I was in art school, I did art school, and I didn't have any money because I was, of course, an art student. So I went to the venue to offer my services. I'm like, well, I really want to see that show tonight, but I don't have money to pay for it. Like, can I help you? And so I can sneak into the show. And the guy at the venue is like, oh, yeah, you can go help that dude up there. Okay, and I went to see, and it was the lighting guy. So I'm like, oh, cool, I never thought about this as a career opportunity or a real thing. And as soon as we went behind the board and he showed me around, faders, colors, and I immediately knew that's what I wanted to do. It was instant. I wanted to do this. And where do you get your inspiration from? Do you have any artists or lighting designers that would, you would say, influenced you more than other things? Yes, definitely. Not over lighting designer. I mean, there's, I have mad respect for several lighting designer, like Andy Watson, you know, Radiohead. Lighting designer is one of my all-time favorite. You get Dan Adley doing the Foo Fighters. All those guys are amazing, and I love watching their work and working with them. But my inspiration comes from contemporary art, mostly. I'm a big The Still fan, so Mondrian, the use of the color of Mondrian, the spacing. Mark Rothko, of course, with the separation of colors. James Turrell, Dan Flavin. It's mostly my inspiration. It's a passion, it's not a job. So you're working for Queens of the Stone Age, mm-hmm. for example, and how is it to be a woman in such a rock and roll environment? Is it... Oh, this question again, huh? What is it to be a woman in the men's world? Well, I've never seen it that way. I'm probably paid less than a man, guessing, but I've never seen a man-woman separation in this. It doesn't affect me. I'm pretty sure of what I'm doing and why I'm here. And I also have a big mouth. So if I'm not pleased with something or someone, they would hear about it like right away. If you're not happy with me or you're gonna talk to my tech, then I'm gonna give you shit about it, you know? Ja, das war Gigi Pedron, Lichtdesignerin. Und tatsächlich ist es ja ein bisschen blöd, dass man die Frage, wie man sich als Frau in der Branche fühlt, immer noch stellen muss. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man da auch manchmal ein bisschen genervt reagiert. Zum nächsten Thema. Anfang des Jahres hat ja Chauvet einen Brückenkopf in Deutschland gebildet, Chauvet Germany unter der Leitung von Thomas Fischer. Und man hat auch gesehen, die meinen das ganz schön ernst. Der Messestand war dieses Jahr schon wesentlich opulenter als noch letztes Jahr. Und wir hatten die Gelegenheit, uns mit John Castellino zu unterhalten, seines Zeichens Vice President Marketing. Und
Ihn haben wir unter anderem gefragt, was es denn jetzt mit Chemsys passieren wird, die ja auch zu Chauvet gehören, und wie er denn generell die Lage sieht, was er vorhat in Deutschland und Europa. Und das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt ist es schon passiert. Falscher Jingle, der kommt erst danach. Das hier ist jetzt der richtige. John, the mark segment you try to enter is already hard fought. What's the difference about Chauvet lighting? Yes. So one of the things that we try to do with Chauvet Professional is make sure that we get very close to our customers. And we feel specifically in the German market, it's important for us to have a local sales and service presence. We feel like this is the difference for us in the market. With Thomas Fischer, you have a highly appreciated partner located in Bremen. What are your future plans concerning Europe? Yeah, for right now, and we are very happy to have Thomas Fischer as our leader in Germany. And Thomas has built a great team with Henning Oker and several other key members of the team. You know, for right now, we are focused on Germany. It's a new market for us. It's a big market for us. And we have a lot of work to do here first. So we see ourselves being very busy in Germany for a long time to come. Can we expect any changes for lighting console manufacturer Chemsys, as this brand also belongs to Chauvet Lighting? Yes, good question. Chemsys is an independently treated brand for us. It's one of our it's in the Chauvet portfolio of brands, but we treat Chemsys very much as a separate company and a separate brand. And Chemsys has its own distribution in Germany through Focon. It's a relationship that's going very well. And, you know, Chemsys is going to continue to operate in the same way as it always has in Germany. ProLight and Sound 2018 has just ended. Which experience did you make in Frankfurt? Yeah, it was ProLight and Sound 2018 was a great experience for us. We had many people on the booth. We had 10 plus new products that we launched. Our new products were well received. We showed for the first time our Maverick Storm 1 Wash, which is an IP65 rated fixture that received a lot of good reviews. So everything went well for us. You offer a wide range of products for a lot of different applications. Do you have any plans to focus on different parts of this market? So we do have a broad range, but within the broad range of product, we have very specific brands that we target to different applications. For example, our Maverick line of moving head fixtures is very clearly targeted at concert and touring and the festival market. And then you contrast that to a Chauvet Professional Ovation line, which is built specifically for local theaters or for theatrical applications, if you will. So every line that we have has a purpose. And you know, our goal is always to build the right product for the right application for the right market. And we do that by having strong product line brands that we bring to the market. John, thank you very much for the conversation. Jawohl, soweit John Castellino, Vice President Global Marketing bei Chauvet. Und jetzt ein Ende mit dem Business Talk. Verlassen wir die ProLight, die nächstes Jahr Anfang April stattfindet, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Und kommen wir mal zurück von unseren Berichten auf Straße. Bevor wir am Ende noch, ich kann es jetzt schon mal ankündigen, ein Interview mit Christian Allerbauer haben zur drohenden Abschaffung, zum drohenden Verbot von Glühlicht im Theater-, Studio- und Entertainment-Einsatz. Dranbleiben lohnt sich also auf alle Fälle. Jetzt schauen wir aber erstmal hinter die Kulissen von Sunrise Avenue. Dort haben wir uns mit dem Lichtcrew-Chef Chris Glator unterhalten unter anderem. Und er hat uns das Robe-Robo-Spot-System präsentiert. Ein ferngesteuertes Follow-Spot-System, damit man nicht mehr arme Tracke irgendwo ins Rig hängen muss oder wertvollen Platz, den man auch an Zuschauer verkaufen könnte, im hinteren Teil der Halle mit riesigen Follow-Spots belegt. TDA Rental hat investiert als eine der ersten Firmen in das Robe-Robo-Spot-System. Und da schauen wir uns doch jetzt mal an, wie das so funktioniert hinter den Kulissen von Sunrise Avenue. Auf
der Tour haben wir keine konventionellen Follow-Spots mehr mit, sondern der Designer, der James, hat sich dazu entschieden, das mit dem Robo-Spot-System zu machen. Wir haben vorne in der Traverse vier BMFL-Spots hängen und die externen Kameras, die in dem Spike-Gehäuse drin sind, hat viele Vorteile. Ne? Man hat erstmal keine Kletterarien, wenn man Trasspots haben will. Man steht nicht hinten in Arenen, man muss nicht viel Intercom legen, immer zu den ganzen Positionen, wenn man kein Funk-Intercom mit hat. Sehr oft hat man auch das Problem bei ausverkauften Sachen, zum Beispiel in der Festhalle, dann steht man ganz hinten im Rang und hat sehr wenig Platz und so für die ganzen Spots. Das ist immer sehr viel Arbeit. Wir haben das jetzt das erste Mal bei TDA dann im One-to-One-Studio mal ausprobiert. Für die Tour halt hier auch das erste Mal quasi von der Firma TDA. Und der Tommy Quernos hat sich da im Vorfeld auch wieder sehr reingearbeitet, hat diese ganzen Netzwerksachen und so gemacht. Und dafür haben wir den Olli Ranft extra mit, der sich einmal um FOH kümmert. Die komplette Netzwerkstruktur mit GreenGo, die ganzen VLANs für die ganzen IP-Kameras von den ganzen Robespot-Systemen. Gleichzeitig dann noch ein paar andere Sachen, die auch mit Video zusammenhängt und so sind. Da ist der Olli extra für mit, der diese ganzen Parts auf der Tour halt übernimmt. Weil das muss einfach heutzutage einfach nur eine einzige Person machen, beziehungsweise sich einfach nur damit beschäftigen, weil das erstens sehr komplex heutzutage ist mit dem ganzen Netzwerk und zweitens sehr showrelevant ja alles mittlerweile geworden ist. Das heißt, wir haben hier ein automatisiertes Follow-System oder ein ferngesteuertes Follow-System. Das besteht aus einer Remote-Einheit, aus einem handelsüblichen Moving Light, in dem Fall ein Robe BMFL, und aus einer Kamera, die direkt neben der Lampe hängt. Warum direkt neben der Lampe? Damit die Kamera genau das Gleiche sieht, was der Spot sieht. Das heißt, Kamera und Lampe schwenken und bewegen sich immer genau gleich. In dem Fall wäre jetzt hier auf dem Display, wo ich den roten Kreis sehe im Fadenkreuz, würde auch genau der Spotkegel zu sehen sein. Die sagen natürlich viele erstmal, kann ja gar nicht sein, weil ein Spot macht ja immer, wenn er von oben kommt, einen ovalen Kegel auf der Bühne. Wenn die Kamera aber direkt daneben hängt, guckt die aus genau dem gleichen Winkel auf die Bühne und der Spot projiziert erstmal einen Kreis. Also zeigt die Kamera auch einen Kreis. Spots sind im Moment gerade leider nicht an, weil wir schon Publikumseinlass haben, sonst könnte man das einmal demonstrieren. Im Grunde genommen ist es aber eine recht einfache Lösung, wie man das haptisch umsetzen kann, ein Moving Light als Follow-Spot fernzubedienen. Wir haben also eine ganz normale Bedienung. Wir können hier noch alle möglichen Funktionen drauflegen. Man könnte Dimmer, Iris, Zoom, Farben und Ähnliches auch mitprogrammieren. In dieser Show ist eigentlich alles automatisiert vom Pult. Das heißt, es ist eine komplette Timecode-Show. Die Follows gehen automatisiert an, faden automatisiert wieder aus. Und die Operator müssen eigentlich nur der Person auf der Bühne folgen. Das heißt, sie schwenken nur Pan Tilt mit. Der Rest passiert durch die Programmierung. Ja, das waren Chris Glator und Oliver Ranft bei der vergangenen Tour von Sunrise Avenue über die Robe Robospots. Ich denke, von solchen Systemen wird man in Zukunft noch mehr hören. Und weil Nebel das halbe Licht ist, haben wir jetzt noch einen kurzen Beitrag über Hazer von MDG, die Lichtdesigner Gunnar Lohse von Revolution Lights bei der letzten Kraftclub-Tour im Einsatz hatte. Wer das erste Mothergrid-Magazin aufmerksam verfolgt hat, kennt die ersten Sekunden dieses Beitrags schon. Da hat sich nämlich auch schon einer vorgedrängelt. Und jetzt aber an der richtigen Stelle. Hier MDG Hazer. Ja, zwei Stück, nur noch. Ja, bist du so überzeugt von denen? Jo. Die laufen auch auf Standalone. Die Dimmer-Kollegen regeln das. Wenn es mal zu wenig oder zu viel wird, sage ich über Intercom Bescheid. Aber es ist halt einfach, in den großen Hallen ist es, setzt es sich halt schön fest. Also das ist halt durch die CO2-Geschichte so, dass es halt wirklich dauerhaft stehen bleibt. Ne? Also manchmal hat man natürlich auch die Lüftungssituation in den Hallen ist unterschiedlich, aber am Ende ist es wirklich hartnäckiger Haze, der da schön lange stehen bleibt und man hat halt nicht so diese fette Wolkenbildung auf der Bühne. Jawohl, soviel zu den Hazern von MDG in Deutschland im Vertrieb bei Cast erhältlich. So, und kommen wir jetzt noch zu etwas Ernsterem. Auf der Messe ging es ja schon rum, die Medien berichten auch wieder verstärkt darüber, das drohende Verbot von Glühlicht im Entertainment-Bereich macht mal wieder von sich reden. Und wir haben uns aufgemacht, um jemanden zu finden, der uns da fachkundig dazu ein bisschen was erzählen kann und sind
In Österreich bei Christian Allerbauer fündig geworden. Der ist Fachbereichsleiter Licht bei der Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft, ÖTHG, und haben uns darüber mit ihm unterhalten. Man kann so viel vorweg sagen, Glühlicht ist ja schon länger verboten im Haushalt. Glühbirnen gibt es nicht mehr, Energieeffizienz ist angesagt. Und es gibt im Moment noch eine Ausnahmeregelung für Theater- und Studioanwendungen. Und die Verordnung, in der das alles geregelt ist, die wird routinemäßig alle paar Jahre mal überarbeitet. Und diese Ausnahmeregelung soll in der neuen Version nicht mehr vorkommen. Und das würde heißen, dass das Glühlicht eben auch in Theater- und Studioanwendungen nicht mehr verwendet werden darf. Und da hören wir uns jetzt mal an, was Christian Allerbauer dazu zu sagen hat. Ich bin jetzt verbunden mit Christian Allerbauer, Leiter der Fachgruppe Beleuchtung bei der ÖTHG, das ist die Österreichische Theatertechnische Gesellschaft, und ihm würde ich gerne ein paar Fragen stellen zur neuen Eco-Design-Verordnung der EU. Christian, hallo nach Österreich, und was hat es denn mit der Eco-Design-Verordnung der Europäischen Union auf sich? Also die aktuelle Rechtslage, über die, denke ich, viele Bescheid wissen, ist, dass Haushaltsglühlampen verboten sind und Halogenlampen im Theater-, Studio- und Eventbereich im Rahmen einer Ausnahme erlaubt sind. Das ist die aktuelle Rechtslage. Und nun gibt es ein Eco-Design Consultation Forum, das einen Entwurf ausgearbeitet hat. Und in diesem Entwurf gibt es diese Ausnahme für Halogenlampen im Theater nicht mehr. Das heißt, Halogenlampen wären ab 20. September 2020 verboten. Ja, aber ist das denn wirklich so problematisch? Die LED-Technik hat ja schon enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Ist die immer noch nicht in der Lage, alle Anforderungen, die am Theater an Leuchtmittel gestellt werden, so zu erfüllen, wie das die herkömmlichen Leuchtmittel tun? Also es gibt da technische und eine wirtschaftliche Antwort. Die wirtschaftliche Antwort ist, je nachdem, welcher Schätzung man glaubt, sind ca. 60-80% der aktuellen Scheinwerfer im Theater in Halogentechnologie ausgeführt. Das heißt, es wäre große wirtschaftliche Belastung. Und es gibt auch für viele Typen keine Ersatzgeräte. Das heißt, gewisse Typen und Leistungsklassen können ersetzt werden. Für gewisse gibt es einfach keinen Ersatz überhaupt. Und rein technisch gesprochen, eine Glühlampe ist ein Strahler, der das volle Spektrum, alle Farben abdeckt, und eine LED hat gewisse Einschränkungen im Spektrum. Wären denn von dieser Eco-Design-Verordnung ausschließlich herkömmliche Leuchtmittel betroffen? Nein, der aktuelle Entwurf würde auch LED-Leuchtmitteln treffen. Und zwar gibt es da zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist, so wie beim Glühlicht, eine weiße Strahlung, die dann über zum Beispiel dichroitische Filter eingefärbt wird. Die wäre wahrscheinlich nicht betroffen. Der zweite Ansatz sind additive Farbmischsysteme mit LEDs. Das heißt, wenn ich zum Beispiel aus Rot, Grün, Blau oder bis zu 7 Farben das Weiß mische, dann habe ich eben stark gesättigte LEDs, und auch diese würden die Effizienzkriterien der neuen Verordnung nicht erreichen. Das heißt, selbst State-of-the-Art LEDs würden zum Teil wegfallen. Wie groß wären denn ungefähr die Einsparungen, wenn man jetzt herkömmliche Leuchtmittel durch LED ersetzt? Wie viel Prozent Energie könnte dann ein Theater denn einsparen im Jahr? Also es gibt eine Studie der Plaza von den Londoner West End Theatern, die da von Adam Bennett uns vorgestellt wurde im Rahmen der ProRight and Sound. Und die sagt aus, dass die gesamte szenische Technik, sprich Bühnenbeleuchtung, Tontechnik und Bühnenmaschinerie, ca. 6% des gesamten Energiebedarfs des Theaters ausmachen. Das heißt, für das Licht bleiben dann irgendwie 3-5% Verbrauch aktuell. Und wenn man jetzt sagt, dass die szenische Beleuchtung, also wir haben zum Beispiel bei unserem Haus rund 500 Dimmerkreise, und da ist immer nur ein Bruchteil eingeschalten. Der Rest wird im Standby gehalten, das heißt, er wird in Bereitschaft gehalten, sodass er jederzeit dazugeschalten werden kann, und wird nur einen Bruchteil der Tageszeit eingeschaltet. Und das unterscheidet sich wesentlich von jetzt einer allgemeinen Beleuchtung am Gang, die den ganzen Tag durchbrennt. Und zieht man in Betracht, dass eine normale Glühlampe, eine normale Halogenlampe keine Energie verbraucht, wenn sie ausgeschalten ist, eine LED aber sehr wohl, also da gibt es Angaben zum Beispiel von einem großen Hersteller mit ca. 13 Watt Leerlaufleistung, und rechnet das über den ganzen Tag durch,
dann ist die Energieeinsparung de facto nicht vorhanden. Christian, vielen Dank für das Gespräch. Das war Christian Allerbauer, Fachbereichsleiter Beleuchtung bei der ÖTHG, der Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft, und auch an der Volksoper Wien tätig. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, wie gehört, Christian Allerbauer. Die ÖTHG und ihre Partnerverbände, darunter auch die DTHG, haben aber natürlich schon einen Plan. Und zwar schlagen die vor, einfach diese Ausnahmeregelung beizubehalten, aber etwas näher zu spezifizieren, dass man die bisher in dieser Ausnahmeregelung noch enthaltenen Glühmittel von 6 bis 120 Watt aus dieser Ausnahme rausnimmt und sagt, ab 150 Watt spezielles Licht für Entertainment-Anwendungen sollte in dieser Ausnahme enthalten bleiben. Dann haben alle was davon. Es gibt in dem Livestream unten auch einen Link, an dem man, über den man zu einer Umfrage kommt, an dem man, an der man sich beteiligen kann, wo man der EU mitteilen kann, wie denn so bei einem die Umstände sind, was es denn für einen bedeuten würde, wenn dieses Verbot wirklich so kommen würde. Und die ÖTHG ruft ausdrücklich dazu auf, sich an dieser Umfrage zu beteiligen, bittet aber darum, sachlich zu bleiben und nicht übermäßig Unmutsäußerungen dort zu bekunden, um die EU nicht zu verärgern. Ja, und damit sind wir jetzt schon wieder fast am Ende der Sendung. Falls jetzt jemand Lust hat, per Skype noch seinen Senf dazuzugeben, die Kanäle sind offen. Mothergrid Magazin auf Skype. Wenn jetzt spontan noch jemand sagt, ja, super, ich schalte mich noch schnell rein. Ansonsten gibt es das nächste Magazin in ungefähr 4 Wochen. Der genaue Termin wird noch rechtzeitig durch die sozialen Netzwerke gejagt. Und ich warte jetzt noch ein bisschen, versuche mir noch ein bisschen was aus den Fingern zu saugen. Ansonsten auch gerne flutet mir die Kommentarspalte mit Anmerkungen, Kritik, ich weiß nicht was, kann ich alles gut gebrauchen, damit die nächsten Sendungen noch besser werden. Und ja, okay, es bleibt weiter ruhig an der Front. Ich würde sagen, dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen bei Mothergrid Magazin Nummer 2. Schaut auch gerne mal auf mothergrid.de vorbei, da gibt es den vollen Beitrag von Sunrise Avenue. Es gibt den ganzen Beitrag über Gunnar Lohse mit Kraftklub und noch viele andere Geschichten. Und es werden jeden Tag mehr. Schönen Abend noch.